Ja, hallo. Heute geht es darum, eine völlig verkeimte ISO-Kanne sauber zu bekommen. Hier schaut ihr mal rein. Hier, die ist völlig schwarz, ist irgendwie echt sehr unansehnlich. Und was braucht man dazu? Heißes Wasser, einen handelsüblichen Geschirrspültab und natürlich die dreckige ISO-Kanne. Den Geschirrspültab schmeißt man in die Kanne hinein. Da ist er nun drinne, hier der Geschirrspültab, und dann sollte man ihn mit kochend heißem Wasser auffüllen. Man sieht, da unten löst sich der Tab schon ein bisschen auf. Ja, nun warten wir mal eine ganze Weile, ich denke eine Stunde, mal gucken, was passiert. So, liebe Leute, nun hat der Geschirrspültab 2 Stunden eingeweicht bei heißem Wasser. Mal gucken, wie das jetzt aussieht, was da jetzt so rauskommt. Also eine völlig braune Soße. Und nun hoffen wir mal, boah, ist das, ey. Hier so richtige Ablagerungen waren da drin in dieser Soße. Schrecklich. Aber ganz scheint es noch nicht raus zu sein. So, von innen sieht das erstmal so aus. Alles ist noch nicht raus. Da werde ich jetzt nochmal spülen. Also, liebe Leute, das ist ja mal ein mega Ergebnis. Also, vergesst Backpulver und allen Kram. Also, fast hätte ich eine neue Kanne gekauft, weil die sowas von verkeimt war. Also, wenn man das regelmäßig macht, dann hat man immer eine tolle, saubere Kanne von innen. Und so schmeckt dann der Kaffee auch ganz gut. Also ich hoffe, dass ihr den Tipp auch mal umsetzt, und alles Gute. Tschüss, euer Lothar.